In diesem Video geht es um den Erfolg, die Trophäe, die Ödnis. Du bekommst nicht nur den Erfolg, sondern schaltest auch das zweite Level frei und bekommst eine neue Rune. Gehe dazu ins erste Level und jetzt gibt es hier einiges zu beachten. Du musst im Endeffekt den ersten Magierboss besiegt haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn du ihn besiegt hast, gehst du hier einfach nach rechts und gehst hier durch das Tor. Wenn du noch nicht besiegt hast, hast du das hier nicht freigeschaltet, also nicht aufgemacht. Hier ist nämlich ein Hebel und der schaltet hier die Abkürzung frei. Dann schau dir dieses Video an. Es befindet sich auch in der Videobeschreibung und ist im Kommentarbereich angepinnt. Dort wirst du von Anfang an komplett durchgeleitet bis zur Abkürzung, bis zum Magierboss und dann kannst du hier weitermachen. Gehe ich hier also weiter, falls du das schon erledigt hast, dann gehst du hier hoch, hier nochmal hoch. Hier ist auch so ein Typ hier, der redet mit dir und sagt, du sollst oben zum Baum gehen. Dann springst du hier weiter. Kletterst hier hoch. Den Kletterhaken bekommst du auch übrigens in dem Video dort, also da erfährst du, wo der ist. Dann springst du hier weiter hoch. Nochmal. Und dann ist hier ein Baum, mit dem redest du. Der gibt dir dann eine Rune und schaltet dann das Level frei. Den Erfolg bekommst du natürlich auch. Um das Level freizuschalten, musst du zuerst mit ihr hier reden und sie aktiviert dann die Runen. Nachdem das Ganze gemacht ist, kannst du hier zum Sack gehen und dich ins zweite Level begeben. Schau dir auch das Farm-Video an und die ganzen Locations von den Magiern. Ansonsten produzieren wir auch ganz viele Elden Ring-Videos und schreib uns doch gerne in die Kommentare, wie du das Spiel bis jetzt findest. Ich bin schon ganz süchtig. Bin gespannt, wie viele Leute das Game auf 100% machen.